Bling. Nebenbei, jetzt mache ich mal ein kleines bisschen Werbung für den IC Soft Screen Recorder. Das bloß mal nebenbei. So, wir wollten aber mal ein Beispiel errechnen. Und zwar, ich habe ein gewisses Kapital. Nehmen wir mal an, wir haben uns überlegt, wir legen 1000 Euro weg und rechnen mit einem Zinssatz über die vielen Jahre von 4% und wollen mal sehen, wann, wie lange es dauert, bis 1 Million Euro draus geworden sind. Also wir vererben dieses Sparbuch zum Beispiel und vererben es und sagen immer, der nächsten Generation nicht rangehen, bis nicht 1 Million Euro drauf sind. Ich lasse jetzt auch mal Inflation und solche Sachen, lasse ich mal weg. Gesucht ist also die Zeit. Jetzt schreiben wir uns die Formel hin, die 1000 Euro, und damit fangen wir an, mal 1,04 hoch t. Wie das geht nochmal, also weshalb 1,04 statt der 4%, statt 1 plus Zinssatz durch 100 und so ein Kram, das geht viel schneller so. Werde ich einen Link anfügen. Leute, ihr könnt ruhig auf dieses i gehen und da mal draufklicken, dann wartet das Video hier, das ist kein Problem. Und das soll 1 Million Euro ergeben. So, was machen wir zuerst? Wir müssen die Gleichung umstellen. Alles, was nicht t heißt, muss weg. Fangen wir mal mit mal 1000 Euro an. Also das Gegenteil ist durch 1000 Euro. Bis dahin müsste es klar sein. Und ich habe einen Vorschlag, ihr macht jetzt mal weiter, stellt die Formel um und errechnet mal, wie lange das dauert. Mal sehen, ob wir auf das Gleiche kommen. Ich mache in der Zeit Pause, ihr macht zu Hause auch Pause und dann sehen wir uns wieder. So, wir sind in der glücklichen Lage. Wir sagen, okay, durch 1000 Euro, ne, dann ergibt sich hier 1 Million durch 1000 Euro. Die Euros kürzen sich raus. Wie das funktioniert, ich habe hier oben gleich dann einen Link angefügt, wie man Gleichungen löst. Grundsätzlich, da gibt es einen ganzen Online-Kurs darüber mit allen Varianten von Gleichungen, die man so kennt im Schulalltag. So, und wenn ich hier an der Stelle angelangt bin, jetzt muss ich logarithmieren, denn ich will ja den Exponenten rausfinden. Der heißt ja t. So, ich schreibe also um in Logarithmus-Schreibweise. Das heißt also Logarithmus von zur Basis von 1,04 von 1000 ist t. Das ist nur eine andere Schreibweise, wie das geht. Link werde ich hier oben nochmal anfügen für die, die es vergessen haben. So, und dann, ja, dann tippe ich das ein. Und wir haben glücklicherweise mittlerweile Taschenrechner. Da kann man direkt die Basis vorgeben. Ich zeige jetzt auch gleich die andere Variante. Es sind 176,125 Jahre, also ein Achteljahr noch dazu. Na gut. Okay, ob das dann alles noch funktioniert in so vielen Jahren, ist eine andere Sache. Nochmal die andere Variante, und zwar, wenn ich das so nicht kann, wenn ich nicht so einen Taschenrechner habe, sondern den herkömmlichen, dann logarithmiere ich beide Seiten. Also ich schreibe das um, ich schreibe einfach auf beide Seiten Logarithmus, zur Basis 10 zum Beispiel. Und wie das richtig funktioniert, diesen Logarithmus-Trick, wie man das am schnellsten macht, also oben durch unten und so weiter, das werde ich da ein extra Video vorstellen, das ist alles schon bekannt. Dann komme ich auch auf diese 176,125 Jahre. Gut, okay, ich denke mal, das müsste bis dahin geholfen haben und ich verbleibe mit besten Wünschen. Macht's gut, tschüss.